Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Heute mal kein klassischer Umbau, kein Tech-Talk, kein Know-how, sondern wir wollten einfach mal ein kurzes Video machen, um euch die erfreulichen News mitzuteilen, dass unsere Werkstatt ab sofort eröffnet ist. Wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt. Ich würde einfach mal das Wort an dich übergeben. Kannst mal sagen, wer du bist und was die Leute von dir erwarten dürfen. Ja, ich bin Tobi, ich bin hier der Werkstattmeister und ich bin auf jeden Fall der Ansprechpartner für alle möglichen Arten von Umbauten und für eure Wünsche. Und zusammen mit dem restlichen Team von 55 Parts werden wir euch beraten. Es bleibt für euch weiterhin so, dass der erste Kontaktpunkt die E-Mail ist, also info@55parts, damit Tobi hier auch nicht im Werkstattbetrieb gestört wird. Wir sind gerade noch dabei, auch ein Büro einzurichten. Das ist jetzt für euch nur halb interessant, aber damit Tobi euch auch noch besser beraten kann. Also momentan wird es noch so sein, dass wir alle so ein bisschen mit unterstützen, was die Beratung angeht von Umbauten. Aber das Ziel oder das Gesicht, was ihr beim Umbau in Zukunft häufiger sehen werdet, das wird Tobi sein. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen auf unsere Werkstatt ein, weil, wie ihr schon aus den Videos gesehen habt oder auch jetzt im Video seht, wir haben keinen riesen Neubau, wie es von einigen Firmen vielleicht bekannt ist, sondern wir fangen ganz klein, aber fein oder wie auch immer man sagt, an. Wir haben zwei Bühnen, eine Säulenbühne, eine Scherenbühne. Neben den Bühnen haben wir eigentlich alle möglichen Gerätschaften, die man so braucht, um so einen Werkstattalltag zu gestalten, würde ich sagen. Es wird jetzt noch eine Achsvermessungsanlage dazukommen in den nächsten Tagen, damit wir das Thema Achsvermessung selber machen können. Grundsätzlich, ich denke, ihr wisst, worauf wir so spezialisiert sind, aber um euch das nochmal mitzugeben, wir machen jetzt auch mit der Eröffnung unserer Werkstatt ein kleines Special. Also das heißt, wir packen euch am Ende des Videos so ein paar Pakete, die wir uns ab sofort mit Einbau bekommen könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns gerne eine Mail für die Terminabsprache. Wir können von Turbo-Umbauten, was so unser Kerngebiet ist, würde ich sagen, B58, N55, N54, Crank-Ups. Genau, Crank-Ups, eine Sache, die Tobi schon ein paar Mal jetzt an unseren eigenen Autos gemacht hat. Da haben wir auch euch ein Spezialangebot raus für den Crank-Up, nämlich 1.499 € für den Einbau des Crank-Up-Fix beim S55. Wir können Fahrwerke verbauen, da werden wir aber nochmal gesondert drauf eingehen. Da wir jetzt mit der Firma KW, was das angeht, noch mal ein bisschen enger zusammenarbeiten werden durch die Werkstatteröffnung. Wir können eigentlich alles einbauen, was ihr bei uns im Shop bekommen könnt. Wir sind gerade dran oder in der Planungsphase, das ganze Vorgehen für euch noch ein bisschen schöner zu gestalten. Ich will da noch nicht zu viel verraten, weil wir nicht wissen, ob es so klappt, wie wir es uns vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, meldet euch bei uns. Vielleicht erreicht ihr Tobi manchmal am Telefon. Vielleicht schreibt Tobi euch mal zurück per E-Mail. Vielleicht ich. Also da müsst ihr gucken, wie ihr Glück habt. Wir werden euch jetzt noch mal ein paar Spezialpreise einblenden. Wir würden die so für 2 bis 3 Monate gültig halten. Also das heißt, ihr könnt jetzt zuschlagen, wenn ihr Bock auf so ein Paket habt. Dann meldet euch bei uns, wir gucken in den Terminkalender, planen die Zeiten ein. Also vielleicht nochmal, wir sind eine kleine Werkstatt, ja, wie ich gesagt hatte, wir haben keine Riesenkapazitäten, Tobi wird das alleine übernehmen. Mhm. Wenn ihr natürlich mit uns gemeinsam das Thema oder Bock darauf habt und Termine bei uns bucht, dann wird vielleicht auch nochmal irgendwann Verstärkung kommen. Aber erwartet jetzt nicht, dass wir irgendwie einen riesigen Andrang gerecht werden können, beziehungsweise auch grundsätzlich uns auf gewisse Arbeiten beschränken werden. Das heißt, habt ihr jetzt ein Auto, was mit uns nichts zu tun hat und ihr wollt eine Fehleranalyse, natürlich versuchen wir das Ganze auch per Mail, wie ihr es von uns kennt, in irgendeiner Weise zu machen oder euch zu helfen. Aber wir werden am Anfang das Geschäft hier in der Werkstatt darauf beschränken, unsere Teile einzubauen.
größere Projekte zu machen etc. Das einfach nur als Info. Also wir wollen kein klassisches Werkstattgeschäft, sondern wir wollen wirklich unsere Teile verbauen und eure Fahrzeuge mit euch gemeinsam verbessern. Zum Thema Dauer des Umbaus möchten wir dazu sagen, dass wir jetzt keine schnelle Fließbandarbeit abliefern wollen, sondern qualitative Arbeit abliefern wollen, keine quantitative. Und dementsprechend, dass ihr auch davon ausgeht, dass es halt mal länger dauern kann oder ne, als Voraussetzung sozusagen, dass die Fahrzeuge etwas länger stehen, aber dafür, dass dann halt ordentlich gemacht ist und ihr sehr zufrieden seid mit euren Umbauten. Genau, also wir planen keine, es wird bei uns nicht so sein, dass quasi ein Auto hier drinnen steht und das nächste schon draußen auf der Straße wartet oder bei uns im Hof, sondern wir takten nach und nach, um halt einfach genügend Zeit zu haben, weil ich denke, ihr kennt das, der normale Kfz-Betrieb, der hat super viele Autos auf dem Hof stehen, da wird immer noch was zwischengeschoben und natürlich, wir müssen gucken, wie sich alles entwickelt, aber das ist nicht das Ziel, was wir haben. Wie Tobi sagt, Qualität vor Quantität. Ansonsten, was ich noch nicht gesagt habe, was für Marken wir eigentlich abdecken, ich denke, das ist relativ klar. BMW ist unser Hauptaugenmerk, da können wir euch übrigens auch von, also wir haben ja jetzt nur über Einbauten gesprochen, natürlich geben wir euch auch eine Einweisung in MHD, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr bei uns das MHD-Paket kauft, erklären wir euch, wie MHD funktioniert. Das ist, finde ich, auch noch eine ganz interessante Geschichte. Darauf bauen ja auch so ein bisschen unsere Tuningstufen auf. Wir können auch gewisse Codierarbeiten für euch erledigen. Wir haben dafür Partner. Also bei BMW sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir alles machen können. Also ich behaupte, wir können ja alles abdecken, was ihr wollt. Wenn es natürlich jetzt ganz extreme Umbauten sind, muss man gucken. Aber ihr könnt erstmal alles anfragen, sagen wir so. Wie gesagt, Einbau von Teilen und Tuning, keine reinen Werkstattarbeiten, das ist erstmal etwas, was wir nicht abdecken wollen. Dann, das sieht man gerade, Toyota GR Yaris ist so ein zweites Standbein geworden, kann man sagen. Auch da können wir viel anbieten. Und alles, was sonst Fremdfabrikate angeht, ist jetzt nicht unser Augenmerk. BMW, Toyota GR. Was man machen kann, ist AP-Bremsen für fast alle Modelle. Das geht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Die können wir natürlich auch einbauen hier. Aber sobald es um Turbolader geht, Abstimmungen, Fahrwerke, Radsätze, da sind wir Know-how-Träger für BMW und GR Yaris. Wenn ihr ganz viel Glück habt und ihr einen coolen Umbau habt, der jetzt nicht von der Stange ist, dann werden wir natürlich auch auf unserem YouTube-Channel eure Fahrzeuge vorstellen. Natürlich in Absprache mit euch, aber wir wollen euch da auch so ein bisschen mit in den Alltag nehmen. Wir zeigen euch auch viel Material, Fotos, Videos auf Instagram, nehmen euch da so ein bisschen mehr mit. Von daher lasst gerne ein Abo da, sowohl auf Instagram als auch hier auf YouTube. Aktiviert die Glocke. Und ich freue mich auf eure Anfragen oder wir freuen uns auf eure Anfragen. Wir hoffen, ihr freut euch genauso, dass das Ganze jetzt geklappt hat, weil es war ein echt kein einfacher Prozess. Wir sind jetzt seit, ja eigentlich Anfang des Jahres, ne? Anfang des Jahres haben wir schon die Hoffnung gehabt, eröffnen zu können. Und es hat sich jetzt so lange gezogen, obwohl eigentlich alles hier fertig war. Aber jetzt ist es fertig, wir können loslegen. Von daher schreibt uns an, ruft uns an, am besten immer per E-Mail. Und wir freuen uns auf euch.